Eine Eilmeldung. Monster richtet Zerstörung auf Campus an. Den kenne ich doch. Der sieht aus wie ich. Als Kanonenkugel. Warum greifst du die Schule an? Das bin ich nicht. Weshalb sollte ich eine Schule zerstören? Weil du kein... Und sag nicht, weil ich kein guter Schüler bin. Jemand versucht mir was unterzuschieben. Das bist wirklich nicht du? Du bist ziemlich rücksichtslos. Nicht so rücksichtslos wie die Kommentare. Opa Max, wir müssen zum Campus und zwar schnell. Okay, aber ich brauche bestimmt noch 10 Minuten hier drin. Junge, Junge. Meine alte Uni hat einen Technik-Campus. Vorwärts, Wölfe. Bleib bei der Sache, Opa Max. Dort drüben ist das Gebäude aus dem Video. Robotik und Technik. Früher bestand die Technikabteilung aus einem einzigen Radio. Willkommen im 21. Jahrhundert, Opa Max. Er ist zurück! Wer ist zurück? Die lebende Abrissbirne. Sie zerstört unsere Sachen. Brennt um euer Leben. Siehst du, ich war's nicht. Ich war die ganze Zeit bei euch. Ich weiß ja nicht. Ist das wirklich so? Klar, glaub ich. Kommt mit, Kinder. Gehen wir rein, bevor das Ding das ganze Gebäude zerstört hat. Zerstört rücksichtslos wie du. Du bist es, Ben. Das bin nicht ich. Und jetzt zeige ich dem Nachmacher, was die echte Kanonenkugel drauf hat. Vielleicht nimmst du einen anderen Alien. Kanonenkugel gegen Kanonenkugel könnte im Patt enden. Tut mir leid, Opa Max. Das ist eine persönliche Sache. Hey, Hübscher. Warum legst du dich nicht mit jemandem an, der genauso hässlich ist wie du? Ich werde sie überall, Sir. Ehrlich? Einen besseren Spruch hast du nicht auf Lager? Oh, Feuer. Glückstreffer, aber jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt Bemühungen machen die Sache nur schlimmer. Reichen wir ihm die Hand? Hey, Opa Max, wie fit ist dein Wurfarm? Wie bitte? Oh, haha, ja, ich glaube, ich verstehe. Vorwärts, Wölfe! Das nenne ich Wölfe-Power. Seht ihr, es hat doch alles geklappt. Aber was hat's mit der Dampfkanonenkugel auf sich? Hey, wartet mal. Dampf, das kann nur eines bedeuten. Stimmt, Tennysons. Steve Smythe fordert euch erneut heraus. Er zittert vor Ehrfurcht, denn hier kommt der Bote eures Unheils. Die Dampfbeule. Was für ein übler Schrotthaufen! Ich check es nicht. Soll das die Rostbolle sein? Oh, lacht nur, ihr Einfallspinsel. Mir ist aufgegangen, dass wenn man sie nicht besiegen kann, muss man wie sie werden. Das ergibt gar keinen Sinn. Du kannst mich nicht leiden. In der Tat. Aber deine Aliens haben so oft meine Pläne durchkreuzt, also dachte ich mir, ich baue meine eigenen Aliens. Ich stoppe den technischen Fortschritt und ziehe gleichzeitig deinen Ruf in den Dreck. Kumpel, ich habe deine Dampfkugel total auseinandergenommen. Was? Du? Du meinst wohl wir? Keine Sorge, ihr Kleinen. Die Show hat gerade erst angefangen. Ein dampfbetriebener Accelerate? Und wo kommen die dummen Sprüche her? Solche klopfst du eben, aber genug der Schmerzen. Fort, Dampf Accelerate! Ich bin der bessere Accelerate. Ha! Moment, Ben, überlege und schätze die Lage ein. Ja, den gleichen Alien zu nehmen hat letztes Mal auch nicht ehrlich jetzt? Ach, bleib locker. Hast du das rostige Ding gesehen? Es hat keine Chance gegen mich. Er hört nie zu. So ein Pech aber auch. Du, sei still. Du willst mir den Mund verbieten? Ich bin nicht abgehauen und habe euch mit einem kriminellen Genie allein gelassen. Und dann auch noch schutzlos.